reich, modern, weltoffen. Auf den ersten Blick sieht Taiwan für uns relativ vertraut aus. Das Land mit der weltweit zweithöchsten Bevölkerungsdichte hat modernste Technik, Einkaufszentren, Weltflair und in den größeren Städten sogar Kirchen. Dank jahrelanger Missionsarbeit gibt es jetzt etwa 2,5% Christen. Es gibt christliche Schulen und Krankenhäuser, Bibelschulen und sogar einen christlichen Fernsehsender. Auf den ersten Blick fragt man sich, warum Missionare hier immer noch gebraucht werden. Aber hinter der weltstädtischen Kulisse existiert eine Subkultur, die vom modernen Taiwan scheinbar unberührt ist. Lernen Sie die Arbeiterschicht Taiwans kennen. Marktverkäufer, LKW-Fahrer, gar Küchenbesitzer, Verkäuferinnen im Kaufhaus, insgesamt etwa 15 Millionen Taiwanesen oder zwei Drittel der Gesamtbevölkerung werden zur Arbeiterschicht gezählt. Davon sind weniger als 0,5% Christen. Diese Leute sind nicht unbedingt arm. Sie stehen nicht am Rande der Gesellschaft. Gemeinsam ist ihnen die traditionell chinesische Denkweise, dass alles seinen Ursprung im Geistwesen hat und das Leben von Göttern und Geistern bestimmt wird. Sean Gibson vom IMG-Team in Jiayi weiß, dass dieser traditionelle Geisterglaube nur schwer abzulegen ist. Sie glauben ja schon an eine unsichtbare Welt. Es ist gar kein Problem für Sie zu akzeptieren, dass Gott existiert und handelt. Der Punkt ist, dass Sie ein Leben in Furcht leben. Sie haben Angst vor der unsichtbaren Welt, Sie haben Angst vor Gott, Angst vor den vielen Geistern, die überall rund um Sie leben. In der Arbeiterschicht sind Familienzerbruch, Spielsucht und Prostitution weit verbreitet. Das Evangelium aber ist unbekannt. Viele Menschen der Arbeiterschicht denken, dass der christliche Glaube nur etwas für die Mittelschicht ist. Pro 7 bis 10 Dörfern findet man höchstens eine kleine Gemeinde. Weil viele von ihnen nach dem Schulabgang nie wieder ein Buch in die Hand genommen haben, ist das Bibellesen eine besondere Herausforderung. Ihr Alltag besteht oft aus täglich 12 bis 14 Stunden Arbeit. In der Freizeit trifft man sich spontan zum Tee trinken oder Karaoke singen. Deswegen ist die traditionelle Gemeindeform mit Kirchenbänken, Programmheften und durchstrukturiertem Ablauf kulturell sehr fremd für sie. Wenn wir sie mit dem Evangelium erreichen wollen, können wir nicht sofort anfangen mit Jesus ist Gott, er starb für dich, er lebt dich. Das ist kein Problem für die Leute. Das können sie leicht akzeptieren, denn sie glauben ja schon an so viele Götter. Einer mehr ist da gar kein Problem. Obwohl die Arbeiterschicht Taiwans zum größten Teil unerreicht ist, sind sie in Gottes Augen kostbar. Deswegen hat die UMG in Taiwan beschlossen, der Arbeiterschicht höchste Priorität zu geben. Dies ist eine total neue Perspektive in der Missiologie, an Leute aus der Arbeiterschicht zu denken. Dies ist nicht nur für Taiwan wichtig, sondern für die ganze Welt. Denn überall auf der Welt gibt es Arbeiterschicht. Und wir denken, dass wir hier ein Beispiel setzen können, das noch viele weitere Kreise zieht, das auf der ganzen Welt Schule machen könnte. Die Vision der UMG für die Arbeiterschicht wird zurzeit an 3 Orten durchgeführt. Wanhua, Chaiyi und Hengshun. Das Wanhua-Team kümmert sich um schwierige Kinder und Jugendliche, um Familien, die in Sozialwohnungen leben und um Obdachlose. Das jüngste Team der UMG hat eine Arbeit in Chaiyi begonnen. Sie bauen Beziehungen auf und erzählen Bibelgeschichten auf eine Art und Weise, die leicht weitererzählt werden können. Ihre Arbeit zeigt bereits Früchte. Die Möglichkeiten für Missionsarbeit in Taiwan sind grenzenlos. Die UMG in Taiwan betet jetzt für Gemeindegründer, Jugendarbeiter, Sozialarbeiter, Seelsorger und Freundschaftsevangelisten. Für Menschen, die bereit sind, Taiwanesisch zu lernen und Gottes Liebe einer Bevölkerungsgruppe zu zeigen, die dringend das Evangelium braucht. Unsere Mitarbeiter dürfen nicht an alten Denkweisen kleben bleiben, denn was wir hier tun, ist völlig unterschiedlich zu der traditionellen Gemeindearbeit hier in Taiwan. Welche Art Gemeinde brauchen die Leute der Arbeiterschicht? Dazu braucht es Kreativität und kluge Leute, die das durchdenken können. Wenn du so jemand bist, dann komm und arbeite mit uns. Lass uns leidenschaftlich für Jesus sein, das Ziel, das er uns gegeben hat, verfolgen. Ich denke, was wir hier für Jesus tun können, ist wirklich bedeutungsvoll.
Selbst wenn Sie sich nicht als Missionar nach Taiwan berufen fühlen, können Sie doch entscheidend mit dazu beitragen. Es gibt hier viele geistliche Kämpfe, aber nur wenige Mitarbeiter. Deswegen braucht Taiwan dringend Ihre Gebete. Das sind die Gesichter der Arbeiterschicht Taiwans. Traditionsbewusst, hart arbeitend. Sie brauchen dringend das Evangelium. Für die restliche Welt mag Taiwan ein wachsendes Wirtschaftswunder sein. Aber die größte Ernte steht noch aus. Die Arbeiterschicht Taiwans. Mehr Informationen, wie Sie für Taiwan beten können, finden Sie unter www.taiwan.org.